Herzlich willkommen und Servus zu einem neuen Video der St. Pauli-Karriere in FC24. St. Pauli Folge 3, wir sind am Start, wir sind noch in der Transferphase und in der Liga schaut es schon mal ganz gut aus, muss ich sagen. Wir sind ein sehr torreiches Team. 7 Tore geschossen, 3 gekriegt, 1 Sieg, 1 Unentschieden und im Pokal sind wir auch eine Runde weitergekommen, also es sieht eigentlich ganz gut aus. Und das liegt natürlich vor allem an diesem Mann hier, unser Star-Neuzugang. 3 Tore, 3 Vorlagen in 3 Partien. Kate Cole ist eingeschlagen wie ein Panzer. Ja, und das ist eine super Kombi zusammen mit Armin Yidu vorne drin. Der Typ, 2 Tore und 4 Vorlagen. Ich bin mir sicher, 3 davon gingen auf Kate Cole. Und auch in dieser Episode gibt es natürlich wieder Transfers. Du hast es gesagt, wir sind noch in der Transferphase. Jetzt erstmal ein Verkauf. Da habt ihr uns in den Kommentaren so ein bisschen geteilte Meinungen gegeben. Einer meinte, Maurides sehr unbeliebt. Einer meinte, todesbeliebt. Keine Ahnung, was jetzt war. Wir haben ihn auf jeden Fall nicht gebraucht, deswegen haben wir ihn direkt verkauft an Henan FC, weil das Geld wollten wir nämlich haben. Wir haben nämlich noch eine Position, wo wir gerne was tun würden. Und das ist natürlich die Linksverteidigerposition. Köln hat in Real Life Pacarada ja weggekauft, das war der Stamm-LV von St. Pauli und da kläfft jetzt eine kleine Lücke und die wollen wir ausfüllen mit einem Ex-Kölner und zwar Tim Handwerker. Und der hat echt nice Stats für sein Gesamtrating, also hier Antritt und vor allem die Ausdauer, die ist da. Da hat er auch noch den Spielstil unerbittlich. Das ist ja perfekt für unser Gegenpressing. Leute, die einfach dauernd laufen können. Deswegen wollen wir mal reingehen. 1,7 Millionen steht hier drauf. Vielleicht geht ein bisschen drunter. Wir testen mal unser Glück. Und Nürnberg hat sich von uns da wirklich komplett über den Tisch ziehen lassen. 1,4 Millionen Euro. Also ganze 300.000 unter Marktwert. Da ist kein Wunder, dass unser Trainer so glücklich guckt. Und das ist rundum ein stabiler Deal. Tim Handwerker hat auch Bock auf dieses Projekt. Hier sitzt er schon bei uns im Büro. Wir haben uns einigen können, 3-Jahres-Vertrag für einen neuen Linksverteidiger. Ich meine, Riska hat es nicht schlecht gemacht, so ist es nicht. Aber ein kleines Upgrade ist trotzdem sehr, sehr gut, weil dann sind wir einfach auch gut doppelt besetzt. Mit Handwerker im Kader geht es jetzt zum dritten Spieltag in der zweiten Bundesliga. Es geht gegen Hannover, auch ein sehr, sehr guter Verein in der zweiten Liga. Wir können ja mal drauf schauen, wie die spielen. Haben Teuchert und Vogelsammer vorne drin. Vogelsammer kennt man zum Beispiel noch von Bielefeld. Hinten Halstenberg haben sich geholt. Ist jetzt der Abwehrchef wahrscheinlich, ne? Genau, der Mann ist der Abwehrchef da hinten drin. Aus den letzten 5 Spielen haben sie auch 2 gewonnen. Also kommen damit 2 Siegen in Serie zu uns nach Hamburg. Bin ich mal sehr gespannt, wie die da auftreten. Trotzdem kommt es natürlich heute auch wieder auf Kate Cole an. Der Shootingstar hier der ersten Stunde. 3 Tore, 3 Vorlagen in den letzten 3 Partien. Bei dem Mann handelt sich alles um 3. Kommt heute der erste Hattrick? Ey, also ich wäre dabei. Ich sag's, wie es ist. Ja, erstmal nicht. Erstmal kommt der Abschluss von Hannover. Wir haben auch gerade eben gesehen, Cedric Teuchert schon 2 Tore in 2 Spielen, also der ist auch gut in Form. Hannover macht es echt gut eigentlich im Spielaufbau, sind da geduldig, spielen uns so ein bisschen hin und her und haben jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Aber Vasil klärt zur Ecke. Junge, das wäre fast schief gegangen. Vielleicht können wir ja kontern, aber die stehen eigentlich relativ stabil. Aber hier Afolayan, der ist ja super schnell. Gegen Köln vielleicht, aber Köln noch schneller. Kocht ihn da ganz entspannt ab. Also so eine gute Möglichkeit hatten wir noch nicht so richtig, aber vielleicht jetzt mit Bartl oder Armin Yidu. Nee, wir zocken wirklich einen absoluten Rotz zusammen. Ich bin nicht mal jetzt gesprintet und der Ball ist so versprungen. Das war ja Hartl, ne? Also der ist ja auch echt gut am Ball. Der unser Zauberfuß im Mittelfeld. Und jetzt klingelt es hinten nicht, weil Vasil ein richtig gutes Spiel macht. Die nächste gute Möglichkeit, jetzt eigentlich auch eine richtig, also eine Großchance gerade vereitelt. So, und da haben wir den Ball, es ist Halbzeit. Eieieiei, was war das? Also einmal tief durchatmen und neu machen. Dazu auch ein neuer Mann auf dem Feld, auf dem rechten Flügel, spielt jetzt Saad. Also Afolayan wurde ja komplett kaltgestellt. Also der hat ja gar nichts gemacht. Jetzt mal Hartl auf Armin Yidu. Und Armin Yidu mit einem Strahl. Einfach mal testen, einfach auch mal schießen. Und dann gibt es zumindest mal eine Ecke. Vielleicht werden wir daraus ja gefährlich. Hartl bringt sie auf Jackson Irvine. Da soll sie eigentlich landen. Saad mit dem zweiten Schuss. Geht nicht. Der Torwart ist ein bisschen draußen, deswegen schnell die Flanke, aber die wird erstmal abgefangen. Und jetzt Smith aus dem Rückraum. Das ist es nicht. Das ist es leider nicht. Kate Cole jetzt auf Hartl. Hartl auf Armin Yidu. Der geht durch. Armin Yidu. Armin Yidu. Da ist es. Das 1:0 am Millern-Tor. Let's go. Einmal muss der Mann da auch mal schön bedient werden, sodass er sich nicht irgendwie was selber kreieren muss, sondern einfach nur noch abschließen muss. Und abgeschlossen, das hat er, ey. Das hat er wirklich. Haben wir gut eingesetzt. Erst über Handwerker, dann über Kate Cole, Hartl und dann war Armin Yidu die Endstation. So soll dein Angriff aussehen und das war auch wirklich
gefühlt der erste Angriff, der vernünftig aussah. Jetzt kommt die heiße Phase. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Und Hannover hat den Ball. Aber hoffentlich nicht mehr lange. Doch, leider finden sie den Ausweg. Aber es nimmt alles Zeit von der Uhr. Es nimmt alles Zeit von der Uhr, was sie da hinten hinspielen. Und jetzt Heißenberg mal unter Druck setzen. Dann Börner unter Druck setzen. Und die Jungs finden keinen Weg nach vorne. Doppelter Doppelpass mit Armin Jiddo. Und jetzt hat er Platz, der Kate Cole. Jetzt hat er Platz, der Kate Cole. Und jetzt schießt er mit links. Abgeblockt. Aber eigentlich ist die Zeit jetzt auch um, oder? Ja, das war ein Abpfiff, glaube ich. Das war's. 1:0. Kein schönes Spiel, aber 3 Punkte bleiben trotzdem zu Hause. Und man muss auch mal dreckig gewinnen. Und für einen freue ich mich besonders. Vasil hat sich diese weiße Weste richtig verdient. Und wir haben es ja gerade gesagt, wir haben Yusuf Kabadayi mal gescoutet, weil er halt so krass performt hat gegen uns. Ist in der Leihgabe von Bayern an Schalke und hat echt nette Stats für den Karrieremodus. Also schnell und die Beweglichkeit, die hat man gesehen. Dieses Dribbling von ihm war richtig, richtig stark. Und die Stats überraschen einen jetzt nicht. Und solange hier nichts mehr passiert, was irgendwie die Abgänge angeht, wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren, was die Zugänge angeht. Weil wir haben halt noch 300.000 auf dem Transferbudget, das ist ja gar nichts und wir brauchen auch ein bisschen was für die Scouts, ne? So ist es. Deswegen geht es erstmal weiter gegen Holstein Kiel um Louis Holtby, er ist einfach Kapitän da jetzt. Gehen in die Simulation mal rein, schauen mal, was wird. Wir gehen rein, wie du sagst, und es wird ein 3:1. Irvine, Afolayan und Irvine, also unser Kapitän, hat aber auch einen Riecher, wo das Tor steht. Der weiß da ganz genau Bescheid. Wir können euch auch mal zeigen, wir hatten 3 Wechsel in der Startelf. Nemeth, Treu und Nase kamen zum Einsatz. Das hat sich alles einfach gelohnt. Und in die Richtung soll es natürlich gehen. Wir an der Tabellenspitze dabei, mit Hamburg natürlich im direkten Duell. Das ist auch sehr, sehr geil. Hertha lässt auch wenig Federn, hat auch noch nicht verloren, genauso wie Schalke. Und gegen Schalke haben wir im Pokal gespielt und spielen jetzt in der Liga gegen die Jungs. Die Aufstellung von den Jungs kennen wir natürlich noch. Ich bin mal gespannt, ob Kabadayi immer in der Simulation genauso nervig ist wie am Controller. Bei uns ist auf jeden Fall die Top 11 wieder komplett fit. Deswegen gehen wir rein in die Schnellsimulation und hoffen natürlich aufs Beste. Aber es wird nichts. Es wird die erste Saison-Niederlage, weil Karaman und Terodde treffen. Bei uns leider nur Hartl, der sich dagegen stemmt. Sie waren auch einfach besser, muss man sagen. Ja. Und so schnell geht's dann auch. Wir sind schon am Deadline-Day angekommen. Es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Wir haben wenig Geld. Vermutlich wird nichts mehr passieren. Das Team steht dann bis... Also steht dann für die Hinrunde erstmal. Aber ich finde, das Team steht auch gut. Wir haben gute Transfers gemacht. Kate Cole, allen voran, ist natürlich ein absoluter Brecher. Und dann haben wir das Team natürlich auch noch clever verstärkt mit Handwerker, mit Nicolas Nate. Und ihr habt ja so viele Kommentare geschrieben, so viele Transfervorschläge, dass wir noch eine komplette Liste voll haben. Ihr seht, Hartl können wir ablehnen. Aber also, da stehen nicht mal alle drauf, die ihr genannt habt. Aber die Liste ist full. Ist wirklich full. Und nach den Transfers ist natürlich vor dem nächsten Ligaspiel. Es geht nach Düsseldorf, also direkt der nächste Kracher eigentlich. Also ist ja eine sehr ausgeglichene Liga, aber Düsseldorf auch auf jeden Fall eins der besseren Teams. Haben natürlich in FIFA auch so Leute wie Tanaka, die sich auf jeden Fall noch entwickeln können. Shinta Appelkamp sowieso sehr interessanter Spieler. Hat jetzt noch niemand so richtig geballt. Also wir haben uns mal die Teamstatistik angeguckt. Ja, Top-Torschütze hat auch 2 Tore, aber das ist ja nach 4 Spielen dann auch nicht mehr so besonders. In unserer Aufstellung auch keine Besonderheiten, also alle mit an Bord und hoffentlich wird es ein bisschen ein schöneres Spiel. Ball geht raus auf Jastrzemski und der wird ordentlich gelegt. Sehr gute Grätsche. Handwerker hat sich direkt eingelebt, weiß direkt, was abgeht. Boah, gut über außen und dann Armin Jiddo! Oh, was war das, so ein Powershot oder? Junge, ich habe nur L2 gedrückt, weil ich habe kurz... Okay. Das war gerade zu viel für meinen Kopf. Also für meinen aber auch. Ich habe L2 gedrückt, weil ich dachte, vielleicht nimmt er da einen Außenriss. Hat er nicht gemacht, boah, sondern das Ding einfach reingeschrubbt. Alter Verwalter. Junge, Armin Jiddo auch in Topform, ne? Der ist so brutal gut. Ja. Und jetzt wieder über die rechte Seite. Afolayan auf Jackson. Oh, oh mein. Jackson. Packt er dann Fallrückzieher aus? Heilige Scheiße. Und aber was für ein voll getroffen eigentlich. Düsseldorf kommt über Sobotka. Bringt die Flanke gefährlich vors Tor. Und wie kann man ihn denn daneben setzen? Die habe ich so drin gesehen. Und jetzt Irvine auf Afolayan. Der steht komplett blank auf dem Flügel. Digga, was ist das? Hä? Ich dachte, ich ziehe einfach mal ab. Digga, was war das gerade? Ich dachte, ich ziehe einfach mal ab. Und Afolayan schraubt den einfach ins lange Eck. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist doch dieser Powershot, oder? Dieser, der komplett OP ist. Also ich hab nichts mehr. Ich habe einfach nur einen normalen Schuss gedrückt. Und er haut das Teil ins lange Eck, als gäbe es keinen Morgen mehr.
Das ist ja geisteskrank. Ach du heilige Batz. Also der Torhüter konnte ja nichts tun dagegen. Afolayan auch ziemlich tough. Oh, super Pressing jetzt hier. Ist der Pass? Ne. Oh! Junge, also, was passiert hier gerade? Also Fortuna Düsseldorf ist komplett von der Rolle. Abenidu mit dem zweiten Treffer für sich, mit dem dritten Treffer für uns. 13-0, das Spiel ist quasi entschieden. Also Düsseldorf ist komplett von der Rolle. Ja, also aber was ist denn da passiert überhaupt? Hier, da. Jackson Irvine. Das macht Stich, der hat ja nur ganz klein rausgestichelt. Und Abenidu sagt einfach Danke, weil niemand mit ihm mitläuft. Und jetzt steht es 3-0 und wir wissen selber nicht so ganz, wie es passiert ist überhaupt. Kein, also wie es dazu kam. Gar kein Plan. Und bei wollte ich gerade sagen, Düsseldorf kommt Christos Zolis, ein altes, sehr beliebtes Karrieremodus-Talent und nickt uns direkt an ein. Direkt nach der Ecke. Direkt einen reingekriegt und nicht nur Düsseldorf hat gewechselt. Wir hatten auch vorher gewechselt. Metcalf ist reingekommen für Smith und Zahl auf die rechte Seite. Nee, auf links. Auf links für Kate Cole. Und schwuppsiwupps steht es noch 3-1. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, kann es nochmal eng werden. Das war ja mega einfach. Ja, da stand niemand. Jetzt ein Freistoß. Schinter Appelkamp steht da dran und bringt ihn in die Mitte. Und Solis wieder mit dem Kopf. Was? Und Solis mit dem nächsten Kopfballtor gegen uns. Junge, der ist doch gar nicht groß. Nee. Und was also, machen die denn da in der Mitte? Also ich verstehe es nicht. Bei Solis da. Gerade eben war es Handwerker. Und jetzt ist es... Keine... Also ich sehe es gerade gar nicht. 10. Die Nummer 10. Hartl. Ja. Der macht auch nicht unbedingt Sinn, eine Hartl da ins Kopfballduell mit gegen irgendjemand zu schicken. Aber Solis macht das auch clever einfach. Macht das gut. Reuter steht auch ein bisschen... Also viel zu weit vorm Tor. Ja, ist eine ähnliche Situation wie gegen Hannover vorhin. Letzte 8 Minuten laufen und unser Pressing läuft auch so, dass sie nicht schnell nach vorne kommen oder zumindest gerade überhaupt nicht nach vorne kommen. Jetzt mit dem langen Ball vielleicht, den können wir leider nicht abfangen. Jetzt können sie sich so ein bisschen befreien. Aber ihr seht, unser Pressing ist unerbittlich. Und Aminido holt sich die Kugel, gibt ihn ab auf Hartl. Hartl legt ihn nochmal auf Satt und Satt macht den Deckel drauf. Richtig geil. Das war's. Das Pressing hat gegriffen. Hartl hat die Übersicht und Saad hat den Abschluss. 4-2. Jetzt läuft die Offensive wieder. Und mit diesem Pass ins Aus von Düsseldorf ist dann das Spiel auch beendet. Eine sehr, sehr gute Leistung, mit der wir uns jetzt in die Länderspielpause verabschieden können. Und zum Abschluss der Episode gibt's dann nochmal Scouting-Updates. Die letzten waren ja ausbaufähig. Und dieses Mal sieht's sehr, sehr gut aus. Asbjørn Mikkelsen, das ist auch ein sehr schöner dänischer Name. Er ist noch nicht so gut. Vielleicht auf der falschen Position. Vielleicht. Who knows? Genau. Gucken wir uns gleich mal an auf jeden Fall. Und dann gucken wir, was Deutschland noch zu bieten hat. Da gibt's einige. Und Toni Thomas könnte auch sehr interessant werden. Thomas. Nico Schäfer nehmen wir auch mal mit. Matteo Schäfer leider nicht. Aber Toni Thomas hat uns ja komplett gefaked. Das ist ja bodenlos. Dann gibt es noch schnell einen Blick auf die Tabelle. Da sehen wir, sind auf Rang 4, ein Punkt hinter Hertha, Hamburg, Schalke. Also sind wirklich die Top-Teams, die gerade sich um den Wiederaufstieg oder um den Aufstieg da kümmern. Da müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dranbleiben. Und apropos nächste Episode. Nächste Episode, seht ihr schon rechts, gibt es das Derby HSV St. Pauli. Also da bin ich sehr, sehr heiß drauf. Könnt ihr euch auch drauf freuen und dann ansonsten heute natürlich noch Like da lassen, Glocke aktivieren, dass ihr das Hamburg-Spiel nicht verpasst und abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaltet dann wieder ein. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Und Servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hit now.